Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Rohstoffsektion der Informationstrader. Heute ist Samstag, der 6. Oktober 2018, und Trader, in der letzten Ausgabe, da habe ich euch gesagt, wisst ihr was, Trader, der Goldpreis ist unter diese horizontale Unterstützung bei 1187 gefallen. Und wir haben hier von dieser V-Formation, darüber hatten wir gesprochen, die 61% Retracement-Marke getestet. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt hält oder nicht. Ich würde sehen wollen, dass die Bullen richtig Gas geben und diese Unterstützung wieder rausnehmen. Für den Fall, dass es dann wieder einen Rücksetzer gibt, dann würde ich dort warten und sagen, möchte ich gern handeln. Und das habe ich nicht nur für mich gemacht, sondern auch live für unsere Mentorschüler über unsere Triggerliste, denn wir bieten nicht nur ein Mentorprogramm an, also nicht nur ein Seminar an, wo man was lernt und dann geht man nach Hause und dann soll man machen, sondern wir begleiten sie ein halbes Jahr. Wir zeigen das immer wieder, wir zeigen auch unsere Trades. So, der Markt läuft hier also wieder zurück. Wir haben das gekauft. Der Markt zeigt eine bullische Bewegung. Wir sind mittlerweile, ich glaube, bis auf 1 Dollar raus aus dem Risiko. Und jetzt gucken wir, was Gold als nächstes machen kann und machen will. Wenn ich mir jetzt angucke, hier diese V-Formation. Und Gold läuft immer wieder in Richtung dieser Widerstandslinie. Wenn man es auf Schlusskursbasis setzt, dann sind sogar noch mehr Berührungen. Dann erinnert mich das an ein Video, das auf YouTube gibt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist so ein Zusammenschnitt von sehr großen Hunden, die sich nicht trauen, an einer Katze vorbeizugehen, die zum Beispiel in der Türschwelle sitzt oder auf den Treppen im Treppenhaus sitzt. Da gibt es eine Stelle, wo die Besitzerin ganz liebevoll zu einer riesigen Katze, zu einem riesigen Hund sagt, ja, Baby, trau dich, du kannst es schaffen. Und da sitzt eigentlich so eine ganz kleine Katze und der Hund traut sich dann endlich an dieser Katze vorbei. Und ich muss sagen, so ein bisschen erinnern mich gerade die Goldbullen an diese Hunde, die sich an der Katze nicht vorbeitrauen. Denn das Entscheidende aus meiner Sicht ist folgende. Es gibt nicht nur die V-Formation. Es ist nicht nur so, dass diese 61 sehr gut gehalten hat, sondern es ist auch so, dass wir letzte Woche einen richtig starken US-Dollar gesehen haben. Einen richtig starken US-Dollar gesehen haben. Aufgrund der Arbeitsmarktdaten. Übrigens, was mit dem Dollar los ist, was zu erwarten ist, was das für den DAX, was das für den Dow Jones bedeutet. Rückblick der letzten Woche und Ausblick hier in der Infobox. Können Sie sich sehr gerne anschauen. Genauso, was der Dow Jones in der kommenden Woche wahrscheinlicher macht oder der Nasdaq macht. Beides in der Infobox drin. Trotz also der wirklichen Stärke beim Dollar hat der Goldpreis sich ziemlich gut halten können. Und vor allen Dingen diese Marke von 1200 verteidigen können. Jetzt ist es folgendermaßen. Ja, ich glaube, dass Handelsstreit und Haushaltsdefizit aus Italien und Krise mit dem Iran alles dem Goldpreis helfen. Nur der natürliche Feind des Goldpreises ist der US-Dollar. Und wenn der US-Dollar trotz der Stärke es hier nicht mehr schafft, dass der Goldpreis deutlich runtergeht, dann ist das eine relative Stärke. Und damit euch eines klar ist, ich sage nicht, der kann jetzt nur nach oben rennen. Ich zeichne das ganz bewusst nicht. Selbstverständlich. Aufgrund der übergeordneten, jetzt hat er es doch gemacht, des übergeordneten Abwärtstrendes, den ihr da seht, was wir seit April dieses Jahres haben, ist es durchaus möglich, dass der Goldpreis alle nochmal verschreckt und sogar die 1180 rausnimmt und sogar nochmal in Richtung dieser Tiefs läuft. Ist alles möglich. Kurzfristig 1195. Wenn man es jetzt gut meint, nicht mehr diese Tiefs rausnehmen. Das ist ganz wichtig für den Goldpreis. Und noch viel wichtiger, diese Widerstandszone. Das Hoch von letzter Woche ist bei 1208, die Trendbegrenzung ist bei 1210. Für den Fall, dass dieser Widerstand fliegt, deutlich größere Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht für eine bullische Bewegung in Richtung 1240. Hier haben wir über die Woche, ich zeige euch das mal so, ein Tief, kleiner Bounce gerissen, plus wir haben hier 200 Wochenlinie und 20 Wochenlinie. Es wäre also mit dem Bruch dieser begrenzenden Linie
diese Zone 36 bis 40 aktiviert worden. Und ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, ja, also das wird dann der ganz langfristige Boden sein. Das ist für mich ein Trade. Alles andere muss man dann abwarten, ob der Markt noch mehr Stärke entwickelt. Für den Fall, dass das hier eine große Bodenbildungsformation ist, egal ob er die 40 reißt oder nicht, in 70% der Fälle kommt der Markt noch einmal an diese Ausbruchszone zurück. Und wenn Sie sagen, ach komm, du erzählst was, darf ich euch hier daran erinnern, hier was im Jahr 2016 los war, der Markt mit dieser Bewegung, ich habe immer wieder gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal in diese Richtung der Tiefs zumindest zurückkommt, ist deutlich größer. Das hat irgendwann mal keiner mehr geglaubt. Der Markt hat es trotzdem gemacht. Ob er das jetzt diesmal, das ist ja das Entscheidende, ob es das jetzt ist, ist ja was ganz anderes, wissen wir dann gar nicht. Selbst wenn es das ist, meistens kommt der Markt dann nochmal zurück. Deswegen ist das, was wir hier gerade miteinander besprechen, aus meiner Sicht, lediglich und einfach nur ein kurzfristiger Trade. Entscheidend ist aus meiner Sicht, falls der Dollar jetzt nochmals und additiv und zusätzlich anzieht, dann würde diese Zone 1190, 1180 unter Druck geraten. Für den Fall, dass der Dollar ein bisschen nachlässt, deutlich größere Wahrscheinlichkeit. Technisch sind die Marken klar. 1210, nachhaltig, gerne per Stundenschlusskurs, noch größere Wahrscheinlichkeit über den Tag. Dann 1240. Für den Fall, dass das per Tagesschlusskurs gebrochen ist, persönlich, ich glaube, dass der Markt dann relativ dynamisch laufen wird, weil hier relativ viele Stops oben drüber liegen werden. In diesem Sinne, falls Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie es bewerten. Wenn Sie es ganz anders sehen, teilen Sie es gerne mit mir. Und wenn Sie sagen, Mann, das Video ist gut, das sollten Sie sich noch mehr anschauen, dann freue ich mich, wenn Sie das mit Freunden, Kollegen oder anderen Tradern in Foren, auf Facebook oder sonst wo teilen. Und falls Sie das erste Mal unser Gast sind, Sie sind herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Dr. Esna Ashari und ich wünsche Ihnen eine gelungene Handelswoche.